Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zum 25. Part von Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Und ich bekomme hier irgendwie keine Gegner. Warum? Warum ich bekomme keine Gegner? Gib mir bitte einen Gegner, dankeschön. Mann. Come on, come on, come on, come on, come on. So, jetzt haben wir einen. FC Stronzi. Oh. So, das wird wahrscheinlich ein Serie A-Team wieder sein, so wie der heißt. FC Stronzi, Inter Mailand. Komm. Oh, I love it. I love it. Er ist bestimmt noch am Teammanagement dran. Ja, jetzt ist er fertig. FC Stronzi. Premier League Team. Ein Manchester United Sturm. Im Tor Julio Cesar, dann Kolarov. Terry, Koscielny, Sanja, Arteta, Scholes, Fellaini, Ashley Young, Robin van Persie und Luis Valencia, glaube ich. Luis Antonio Valencia heißt er, glaube ich. Menu Sturm. Ist ein verdammt krasser Sturm, ehrlich gesagt. Links und rechts Pace, vorne einen richtig geilen Schuss. Tja. Wir spielen um den Aufstieg. Noch zwei Spiele habe ich in dieser Saison. Liga 2. Und wenn ich eines davon gewinne oder beide unentschieden mache, ist es der Aufstieg. Gewinne ich beide, ist es sogar der Meistertitel. Und hier habe ich schon den Ball. Das ist ja Bang und jetzt Sweat. Ezekiel, Bam, 1:0. Ezekiel, Sweaty, 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 Sweat. Habe ich mich sehr kurzfristig für den Sweat entschieden. Ich weiß, es ist lubig, aber macht man nicht alles, um wieder in Liga 1 spielen zu können? Und das war sehr schlecht. Oh! Was für ein Verteidigerfehler, ey. In der 4. Minute. Antonio Valencia. Alter, war... Mann! Egal wer es war, mit diesem scheiß Befreiungsschlag, es ist ein Idiot. So, oh, ich hab doch gedrückt! Momentum! Ja gut, Fellaini ist eigentlich gar nicht schnell. Ey, wenn er mich getroffen hätte mit der Grätsche, wäre das ein Platzverweis gewesen, meine Freunde. Und das könnten wir jetzt sehr gut gebrauchen. So, jetzt Syriac. Syriac. Boom! Macht den Balotelli, er macht's nicht. 2:1, 9 Minuten gespielt und schon 3 Tore. Syriac ist ja mein Top-Torschütze. Allerdings werde ich jetzt wahrscheinlich gleich viele Spiele wie Tore haben im Moment. Da ich mit ihm, also offscreen, gegen das Team der Woche gespielt habe und er sich in der 5. Minute verletzt hat und ich ihn auswechseln musste. Yay. Ja, wenigstens war er nur ein einziges Spiel dann auf der Bank verletzt. Das war das einzig Positive daran. So, Delaet, Legear, einer der beiden, der nicht in der Pro League spielt, trotzdem ein Belgier ist, und das ist wieder Glück für den Gegner. Na komm. Come on. Komm schon. Oh. Komm schon. So, jetzt Stella Plus. Da ist er. Ezekiel. Abseits oder nicht? Ja. Hab's schon gesehen, aber der Versuch war es wert. Ist, na. Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel. So, komm, gib mir den verdammten Ball. Was macht denn der da?
Oh mein Gott. Und jetzt laggt es wieder ganz schön. Stocken, 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 ne? So, Ezekiel, kannst du nicht mal einen Ball annehmen? So, jetzt lauf doch, Ezekiel. Alter, diese Lags wieder. Also an meinem Internet liegt es 100% nicht. Ich habe eine 30K-Leitung, also da hast du keine Probleme. So, jetzt Paul Scholes beim Eckball. Diabang. Jetzt Ziriak auf sich alleine gestellt gegen Valencia. Da läuft einer. Es ist Ezekiel gegen Kolarov. Ezekiel sollte das Duell gewinnen. Ezekiel, Flanke. Ziriak, Ziriak. Ah! You fucking idiot. Wie kann er den nicht machen? So, und ich muss jetzt hier Pause drücken. Also, da muss sich der Lag mal ein bisschen wieder einbringen. So. Ja, es laggt immer noch. Sensationelles Internet hat mein Gegner hier. So, komm jetzt. Zack. Oh, das ist Diabang jetzt plötzlich am Ball. Ezekiel, komm. Ja, halt doch deine Beine hin. Legger. Oh. Halt doch deinen Fuß hin, der Laplace. Ist denn das so schwer? So, jetzt Ashley Young. Ja, es ist natürlich ein Foul. Der Vite kann sich ja in Luft auflösen, oder? Natürlich. Habe ich vergessen, dass er das kann. Sorry. So, jetzt Ezekiel. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Buy Internet, you fucking faggot. Buy Internet, fag. Meine Güte, das ist ja zum Kotzen. Mann, 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 Mann. Leute, mit solchem Internet sollte man erst gar nicht eine PS3 kaufen und schon gar nicht FIFA 13. Soll er doch in Call of Duty laggen. Aber bitte nicht in FIFA, wo es den anderen auch betrifft. So, jetzt Ziriak mit der Flanke. Delaplace ist wie Pato. Der probiert einen Flugkopfball, obwohl er gar nicht an den Ball kommen kann. Und was soll das mit den Lags? Was soll das? Oh, die EA-Server sind wieder mal zum Kotzen. EA hat sowieso mehr Probleme als... Wahrscheinlich hatte EA in FIFA 13 mehr Tage mit Problemen, statt Tage ohne Probleme. Och, Mann, jetzt hat's wieder Pause gedrückt, ey. Unglaublich, dass ich wieder Pause drücken muss. Jetzt kann ich da nicht mehr. Mann, ey. Mann, der Wichser soll doch einfach rausgehen. Mann, Mann, Mann. Ja, die 22, die bleibt jetzt stehen. Jetzt wird dann das Internet komplett weg sein. Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen. Ja, jetzt habe ich dann Ja, der Gegner ist raus, der Sieg gehört mir. Ja, gut. Gut. Sehr schön. Zum Glück haben wir 2-1 geführt. Jetzt sind wir mindestens schon mal aufgestiegen wieder in Liga 1. Das gibt einen fetten Bonus. Und ich habe wieder 4 Sachen verkauft auf dem Tauschstapel. Auf diesem Account trade ich mit Bronze-Packs. Geht auch sehr gut. Gut, hier habe ich Silberspieler. Ich habe für 30.000 Coins Premium-Silber-Packs geöffnet, weil er Lukaku in Form ist. Aber ich habe gar nichts Brauchbares gezogen. So, da können wir alles wieder anbieten. Inter und United habe ich gerade Heim- und Gast-Trikot gezogen in einem Pack. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und jetzt habe ich, glaube ich, zweimal gespielt mit den Silbernen. Ne, einmal. Ja, haben sie alle noch 98 Fitness, oder?
Oh, hier Legia 97, aber egal. Ja, kurzer Part für heute. Wir sehen uns morgen wieder beim alles und entscheidenden Spiel um den Meistertitel. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.